Hier haben wir einen Stickstofftank für flüssigen Stickstoff. Und wir holen uns hier unseren flüssigen Stickstoff, der der Ausgangspunkt für alle Experimente sein wird, die wir heute durchführen. Hier füllen wir also jetzt den flüssigen Stickstoff um und werden als erstes zeigen, dass flüssiger Stickstoff nicht paramagnetisch ist, im Gegensatz zu Sauerstoff. Wir füllen also hier jetzt den Stickstoff ein und geben ihn in eine Vakuumpumpe. Jetzt kommt noch ein Siedestein dazu, dass wir also keine Explosion haben, keinen Siedeverzug. Und fahren jetzt mit dem Druck hinunter. Diesmal brauchen wir einen Druck von 125 Millibar, um den Tripelpunkt zu erreichen. Und am Tripelpunkt haben wir eine Temperatur von 63 Kelvin. Dort wird dann der Stickstoff fest sein. So, also wir pumpen jetzt. Wir ziehen also den Druck ab. Es dauert eine gewisse Zeit, bis wir einen Druck von 0,125 bar erreicht haben. Und haben jetzt festen Stickstoff. Fester Stickstoff mit einer Temperatur von 63 Kelvin. Wenn wir wiederum eine Luft in die Pumpe einlassen, dann wird dieser feste Stickstoff wieder flüssig werden und wir beenden unser Experiment mit flüssigem Stickstoff, wiederum mit einer Temperatur von minus 196 Celsius.